Guten Morgen hier bei Twitch. Ich grüße dich als Zuschauer. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du mit mir die Börsenwoche quasi frisch erlebst, frisch erholt, munter sowieso und natürlich mit der richtigen Vorbereitung, die ich schon getätigt habe und die gibt es wie jeden Morgen und das ist so ein Ritual, was ich mir jetzt angewöhnt habe in den letzten Wochen auf YouTube zu sehen als DAX-Ausblick. 22.03., da haben wir auch gleich den Tag und das scrollt das Ganze durch, das Dokument, was ich hier auch noch einmal auf dem Rechner liegen habe und da ist für mich entscheidend, wie sich das Ganze vollzieht hier an der 14.600er Marke, denn das könnte das nächste Long-Signal hier darstellen, wenn wir von dieser Marke dynamisch nach oben abprallen. Auf der anderen Seite, das ist das andere Bild, wenn wir unter die Freitagstiefs rutschen, dann wäre es gut denkbar, dass wir bis 14.409 Punkte abgeben. 450 vielleicht, wenn man den Kerzenkörper sich anschaut und 409, wenn man sich diesen Dip anschaut, der hier auch punktgenau an dieser Schwelle war. Also eine Supportzone könnte uns dann dort erwarten. Aus der ruhigen Vorbörse heraus ist noch kein Signal erkennbar. Wir pendeln um die 14.600. Und haben die Freitagstiefs aber hier noch nicht unterschritten. Und das ist etwas, was einen positiv stimmen könnte. Also man versucht ja immer in der Vorbörse entsprechende Szenarien zu erarbeiten. Und so könnte eine Erholung anstehen. Noch dazu, weil wir ein kleines Gap zum Freitags-Xetra-Schluss haben. Und der Freitags-Xetra-Schluss liegt bei 14.621 Punkten. Und bis 650 etwa könnte die Erholung hier vonstatten gehen, ohne diesen Abwärtstrend großartig zu gefährden. Hier ist auch eine Mehrfachunterstützung gewesen, die dann am Freitagnachmittag oder kurz nach dem Verfallstag gebrochen ist. Und ja, es wäre ein schönes Level, um zurückzukehren. Was gibt es an Terminen heute Morgen? Auch das kurz skizziert, 10 Uhr die Leistungsbilanz aus Europa. Nicht sonderlich spannend, also da gibt es keine großen Abweichungen von den Prognosen. Die Zahlen sind immer sehr, sehr genau, was man uns Europäern bescheinigen kann. 12 Uhr dann der Bundesbank-Monatsbericht, kurz danach spricht Präsident der Bundesbank, der Jens Weidmann, darüber und parallel dazu FED-Chef Jerome Powell. Also man muss quasi mit beiden Ohren im Splitscreen vielleicht zuhören, wenn man sich für beide Reden interessiert. Weitere Notenbankmitglieder folgen und 13.30 Uhr die einzigste Wirtschaftszahl aus den USA heute, der Chicago Fed Nationaler Aktivitätsindex. Fast schon ein Zungenbrecher. Ja, ich schaue zwischendurch natürlich auf eure Fragen, auf deine Fragen, wenn ich das Ganze hier live mit dir erörtere. Wir haben gleich zu Gast von der LS Exchange den Georg. Der Georg wird hier Rede und Antwort stehen für einige Aktien und er wird auch eine Währung mitbringen und diesmal nicht den Euro-US-Dollar, ich kann es schon mal vorab verraten, sondern wir blicken heute auf die türkische Lira. Ja, da ist nämlich etliches passiert und da bin ich gespannt drauf, wie da seine Einschätzung lauten wird. Und wir blicken auf zwei Unternehmen, die Sie mit Sicherheit auch kennen oder die du, je nachdem, wie ich dich ansprechen darf, auch kennst. Also sei gespannt, bleib dran. Er müsste gleich in die Leitung kommen. Achtung. Da ist er, der Georg. Hallo. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Ich starte die Aufzeichnung. Los geht's. Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Montag, den 22. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas, hallo. Ja, der Markt war ja am Freitag nochmal etwas unter Druck. Es gab auch den Verfallstag, der ja mit höherem Volumen daherkommt. Wie hast du denn den Freitag so erlebt? Ja, wie du auch gesagt hast, es war Verfall, war ein bisschen mehr los als sonst. Der Markt war vielleicht etwas volatiler, aber ist ja auch insgesamt über die letzten Jahre dieser Verfallstag nicht mehr so spannend, wie es mal früher mal war, vor vielleicht 10, 15 Jahren. Also da gibt es ein bisschen mehr Bewegung, aber jetzt auch nicht so krasse Kursausschläge. Ich glaube, der Abverkauf hatte natürlich auch nochmal mehr mit den Zinsen in den USA zu tun.
Ja, Paul hatte ja am Freitag seine Rede geschwungen. Er hat auch gesagt, dass jetzt erstmal die Unterstützung, die monetäre Unterstützung bestehen bleibt. Da will auf jeden Fall keiner auf die Bremse treten. Und dieses ganze Thema, was die letzten 2 Wochen halt eben schon am Markt gespielt wird mit höheren Inflationserwartungen und deswegen steigenden 10-jährigen Zinsen auf die US-Staatsanleihen, das war dann halt nochmal Thema und hat den Markt dann eben am Nachmittag unter Druck gebracht. Wir hatten auch am Wochenende eine Sondersendung, also diesen Wochenreport der Alice Exchange, wo wir genau das Thema aufgegriffen haben, den Wirtschaftsausblick der Fed, was lässt sich ableiten auf den Aktienmarkt, auf den Anleihemarkt. Also schauen Sie gerne hier entsprechend noch einmal in den Kanal bei YouTube beispielsweise in die Playlist hinein, um dort diese Informationen noch einmal sich vor Augen zu halten. Heute vorbörslich der DAX um die 14.600, also Konsolidierung, ja oder nein? Das dürfte die Frage heute sein. Das werden wir sehen. Heute ist ja nochmal wieder Corona-Gipfel. Vorab ist wohl jetzt irgendwie wieder in der Diskussion, dass die Lockdown-Maßnahmen bis zum 18. April verlängert werden. Die Fallzahlen steigen ja bekanntlich wieder seit einigen Wochen. Das wird halt alles jetzt wieder kontrovers diskutiert. Eigentlich wurde ja erwartet, dass gegebenenfalls Ende März jetzt endlich wieder Lockerungen beschlossen werden und jetzt soll es wieder doch verlängert werden. Es ist irgendwie ein leidiges Hin und Her. Viele, also ich glaube, die Länder im Norden, die halt auch Küste haben, die hätten gerne Urlauber über die Osterferien. Das wird jetzt auch irgendwie diskutiert, ob das kommt oder nicht. Ja, also wir werden sehen, was da heute Abend beschlossen wird. Ich weiß nicht, ich persönlich bin da, glaube ich, nicht so optimistisch. Es zieht sich ja schon. Jetzt ist auch irgendwie wieder in aller Munde, wird da ein bisschen Panik gemacht, dass wohl die Corona-Mutationen vielleicht irgendwie die Frühlingseffekte sozusagen wettmachen. Also, dass im Frühling halt eben einfach die Leute mehr draußen sind und vielleicht auch weniger Leute krank sind insgesamt, was wir ja letztes Jahr in der Pandemie erlebt haben, dass das eben wettgemacht wird durch irgendwie eine stärkere Ansteckung über ein mutiertes Virus. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal alles zum Frühling aufgeht. Aber wir werden schauen, was die Bundesregierung uns heute Abend dann wieder verklickert. Ja, du hast es schon angesprochen, die entsprechende Küste, ja, also die Urlaubsreisen, die sollten ja bei einigen schon feststehen. Da gibt es mehrere Flieger, die hier eingesetzt werden für den Osterbereich an die Balearen, in die Türkei glaube ich noch nicht, aber da wir in dieser Region uns auch vorgebildet und vorrecherchiert haben, müssen wir über die türkische Lira sprechen, denn die ist enorm unter Druck. Ja, die türkische Lira ist heute im asiatischen Handel 15% abgewertet gegenüber dem Dollar und dann eben dementsprechend auch gegenüber dem Euro. Grund dafür ist, dass Erdogan erneut den Zentralbankchef gefeuert hat oder abgesetzt hat. Das ist jetzt über das letzte Jahr, glaube ich, schon mehrere Male passiert, also mindestens zweimal, meine ich. Da ist halt immer, also die Lira hat massiv abgewertet über die letzten 2-3 Jahre, also hat irgendwie 70% ihres Wertes eingebüßt. Und die Zentralbank, wenn sie denn unabhängig wäre, steht halt eben eigentlich also dafür ein, die Währung zu stabilisieren. Die möchten die Zinsen erhöhen. Und der letzte Zentralbankchef hat das halt auch ernst genommen. Der ist 4 Monate im Amt und hat eben dann halt auch jetzt die Zinsen erhöht. Daraufhin hat die Lira auch wieder sich etwas stabilisiert und über den Jahresverlauf etwas an Boden gut gemacht. Diese Gewinne sind halt jetzt wieder weg. Und das ist halt eben auch schlecht für die Geldwertstabilität von der Türkei sowieso, aber auch für die Anziehung von internationalem Kapital an Investitionen. Das führt eben zu hoher Inflation. Und das Problem bei der Türkei im Speziellen ist, dass die halt eine relativ hohe Verschuldung in Dollar haben. Und wenn die Lira natürlich abwertet, dann steht auch die Kreditwürdigkeit auf dem Spiel. Die Zentralbank hat über die letzten Jahre ca. 100 Milliarden Dollar aufgewendet, um die Lira zu stützen an Dollarreserven. Und
die sind halt, die gehen halt sozusagen zur Neige, die haben nicht mehr viel, um das zu stabilisieren. Eigentlich müssten sie eben die Zinsen erhöhen, aber der Erdogan greift da immer wieder ein. Deswegen ist da auf jeden Fall heute in der Türkei, denke ich, im europäischen Handelsverlauf mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Und ich glaube, in der Türkei bleibt das turbulent. Turbulent ist es auch im Sportsektor. Schwierig, da eine Überleitung zu finden, aber auch dazu gab es natürlich noch Meldungen, die wir im Nachgang mit abbilden möchten. Und zwar erst einmal bei Manchester United, die hier die Preise angezogen haben für Sponsoring. Und das macht sich natürlich bei den Aktien bemerkbar, die diese Preise zahlen müssen. Ja, tatsächlich ist TeamViewer im Tagesverlauf am Freitag noch abgestürzt. Im Tief, glaube ich, bis zu 13-14%. Die sponsern wohl Manchester United. Über die nächsten 5 Jahre haben die, glaube ich, eine Partnerschaft. Und tatsächlich hat das sogar dazu geführt, dass die jetzt eine Gewinnwarnung ausgeben mussten wegen ihrem Sponsoring. Die EBIT-Marge 2021 wird 50% anstatt den erwarteten 55-57% sein. Also Details von diesem Deal, was da jetzt im Endeffekt genau gezahlt wird, das ist halt nicht bekannt oder wurde auch nicht veröffentlicht. Aber das hat der Markt natürlich verständlicherweise nicht so gut aufgenommen. Also wenn dir eine Company sagt, dass die wegen dem Sponsoring auf einmal eine Gewinnwarnung ausgeben müssen, dann fragt man sich schon, ob man dann dieses Sponsoring machen sollte. Fanden die Anleger eher mal nicht cool. Ja, das glaube ich natürlich und das sind teilweise Milliardenbeträge. Noch höher ist es natürlich bei einer ganzen Liga, was da an Milliarden zusammenkommt. Ich glaube, du hast die Zahlen mal zusammengerechnet für die NFL in den USA. Ja, genau. Heute Morgen hatte ich da gelesen, dass da letzte Woche die NFL über die nächsten 10 Jahre insgesamt Rechte für 105 Milliarden Dollar verkauft haben an unterschiedliche Sender, Disney und eben andere. Und Amazon ist halt eben auch dabei und die haben jetzt die Rechte erworben, ich glaube, für die nächsten mehrere Jahre, am Donnerstag eben die NFL-Events zu streamen exklusiv. Und das ist halt ein Schritt nochmal nach vorne bei Amazon in der Diversifizierung ihres Businesses. Und stellen sich halt immer stärker auf im Streaming-Bereich. Wird sich halt eben zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Die Aktie hat jetzt keine großen Kursausschläge darauf hingemacht. Das sind auch, glaube ich, eher Peanuts für die. Die zahlen, glaube ich, 1 Milliarde pro Jahr jetzt über die nächsten Jahre für diese Rechte. Aber es führt natürlich dazu, dass es eben auch zur Erweiterung ihrer Produktpalette auf ihrem Streaming-Online-Dienst führt und die eben weiterhin attraktiv macht. Die Verträge werden auch erst aktiv ab dem Jahr 2022. Also wer sich mit Hinblick auf die NFL hier zu Hause vielleicht positionieren möchte, der kann das bei Amazon dann auch erst in einem Jahr sehen. Aber was Sie täglich sehen können, das ist natürlich auf unseren Kanälen wie YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante auf Spotify, Deezer, Apple Podcast uns. Und zwar mit mindestens 2 Formaten täglich. Also bleiben Sie dem Kanal treu. Und dir erst einmal, Georg, ganz lieben Dank für die Insights und einen erfolgreichen Wochenstart. Alles klar, dir auch. Bis dann. Und das wünschen wir unseren Zuschauern natürlich auch. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in die neue Woche. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange. Schalten und gleich direkt auf den vorbörslichen DAX schauen, das Video hier mit optimieren, formatieren heißt es, glaube ich. So, wo haben wir denn unseren DAX? Den haben wir hier. Da ist ja nichts passiert. Nein, er bewegt sich immer noch unterhalb der Freitags-Schlusskurse, 14.621, das Xetra-Schlusslevel und die 30, das 22. Uhr-Level. Und das wäre auch mein Szenario für den Handelsstart, dass wir hier nach oben durchlaufen. Ich lasse das Ganze noch mal einige Minuten hier stehen, formatiere das Video durch und in 8 Minuten geht es dann weiter mit dem Markus Klebe. Bis gleich.
8.50 Uhr. Es könnte jetzt gleich losgehen mit dem Markus Klebe hier bei JFD im Channel. Und da schaue ich gleich drauf, ob er schon am Platz sitzt. Der liebe Markus. Sehr früh ist auch immer pünktlich. Ja. Sieht fast so aus. Markus, wo bist du? Dass wir von dort dann Trigger abwarten und dann entsprechend verkaufen. Der Markt läuft dann vielleicht wieder nach unten, baut die Tiefs ein wenig auf, kommt dann wiederum gegebenenfalls nach oben aufgrund dessen, dass wir hier eben einen starken Volumenbereich haben, kommt dann wieder ein Stück weit nach oben. Müssen wir dann schauen, welcher Bereich dann interessant wird und fängt dann wieder per Trigger an, gegebenenfalls zu fallen. Und dann sind es eben diese roten Bewegungen, die ich vorrangig jetzt erstmal für den heutigen Tag handeln möchte, wenn ich da von der Abwärtsseite aus an den Markt herangehe. Und da sind wir aktuell. Ja, wir sind aktuell in dem für mich abwärts tendierenden Bereich. Und wir werden erst long, wenn wir entsprechend aus aktueller Sicht über den 600er Bereich steigen, dann wären es die Aufwärtsbewegungen, die mich hier gegebenenfalls interessieren, beziehungsweise wenn wir starkes Momentum nach unten sehen sollten, als Beispiel jetzt hier doch ein bisschen stärker wegbrechen in diesen Volumenbereich rein, unter markante Tiefpunkte, da fängt es mit dem Punkt an, dann ist der Punkt für mich noch interessant, beziehungsweise dieser hier unten. Das sind so markante charttechnische Bereiche, also der und vielleicht auch noch diese Area hier. Und wenn wir jetzt mit Momentum nach unten kommen, jetzt tatsächlich mit der neuen Eröffnung, die jetzt gerade startet, wirklich mal schnell um die 100 Punkte nach unten wegrauschen, innerhalb vielleicht von 20, 25, 30 Minuten, dann wäre ich auch gerne bereit, mal antizyklisch aus diesen Bereichen die Long-Seite zu handeln, weil es dann eine kurzfristige Übertreibung ist, die durchaus erstmal wieder in einen Durchschnittsbereich zurückführen sollte, dann wären das auch Long-Bedingungen. Aber das ist wirklich sehr, sehr aggressiv in diesem unteren Bereich. Normalerweise für defensiv Agierende ist die Abwärtsseite dort unten, die Aufwärtsseite dort unten eigentlich weniger interessant. So, 9 Uhr Markteröffnung kommt gerade. Wir sehen die Abwärtsseite, hatten uns das auch im großen Bilde hier angeschaut, dass wir eben durchaus auch ohne Zweifel und ohne dass jetzt das große hier angeschaut, dass wir eben durchaus auch ohne Zweifel und ohne dass jetzt das große Aufwärtsbild in irgendeiner Art und Weise erstmal gebrochen wird, wenn wir uns das Ganze anschauen, sind wir wirklich sehr, sehr stark aufwärts gelaufen, ohne nennenswerte Rücksätze, sind am Freitag ein bisschen zurückgekommen, jetzt heute auch, und lasst doch den Markt wenigstens bis hierher laufen oder vielleicht sogar, und das war der Gedanke am Wochenende. Und warum läuft ein Markt zurück? Weil ein Markt eben nicht nur eine Richtung kennt. Das ist der Gedanke daran, ja, dass wir auch konsolidieren können. Und wir versuchen genau das am Morgen ja immer zu machen. Welcher Tag könnte heute kommen? Wieder ein Aufwärtstag oder in welchen Bereichen wäre eben auch dieser konsolidierende Gedanke denkbar? Und es ist ja immer nicht so, dass ich sage, okay, ihr müsst jetzt unbedingt shorten oder unbedingt long gehen. Man kann ja eben auch mal den Handel aussetzen. Wenn man der Meinung ist, hey, der Markt ist eigentlich generell weiter long tendierend, dann kauft aber nicht an den Tagen, wo wir so extreme Schwäche sehen, sondern wartet gegebenenfalls so einen Tag ab und dann vielleicht den Tag zurauf zu kaufen oder eben abzuwarten, dass wir eben in entsprechende ehemalige Widerstandsbereiche, die dann eben zukünftig gerne zur Unterstützung werden, dass wir da reinlaufen und dann von hier aus gegebenenfalls auch den übergeordneten Long wieder sehen. Also das ist ja der Gedanke daran, ne, dass man nicht immer nur aufwärts und kaufen, 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 und wenn dann eben die US-Märkte, wenn man sich das mal anschaut, da hatten wir uns ja auch Gedanken gemacht in der Trading-Wochenanalyse, unterhalb wichtiger Bereiche sind und diese jetzt aktuell eben negativ zum Schlusskurs laufen. Wenn man sich den Dow Jones anschaut, der ebenfalls negativ ist, an den Bewegungstiefs dran ist, dann ist es eben rot. Und wenn es rot ist, Heiken Aschi als Beispiel, den wir uns dort zurechtgelegt haben, bezüglich 4-Stunden-Chart, bezüglich des Dailies, wenn die Vorzeichen eben rot sind, dann ist es eben eher abwärts tendierend. Und wenn die Vorzeichen grün sind, wie in den letzten Wochen, das ist ein Tageschart, da waren wir Tag für Tag grün, und haben eben weniger, oder zumindest waren wir dann meistens nicht unterhalb der richtungsentscheidenden Bereiche, sondern meistens darüber. Und dann haben wir eben zum Ende der Woche auch defensiverer Natur, Volatilität long als Beispiel, als Stichwort, beziehungsweise dass wir dann gesagt haben, hey, da ist es dann eben auch möglich, dass wir nach unten mal weglaufen. Jetzt wird eben das Vorzeichen rot. Und solange hier rote eben Vorzeichen sind, ist es halt rot. Ganz einfach, das ist gar nicht so schwer. Und man darf sich immer nicht zu sehr viel Gedanken machen, warum denn jetzt rot? Warum soll denn der Markt jetzt abbrechen? Na, weil er einfach nach unten läuft. Fakt. Fertig.
Er läuft aktuell leicht nach unten. Klar, er kann sich jederzeit drehen, aber dann wartet bitte, bis dann eben auch die Vorzeichen entsprechend wieder auf grün drehen. Da kann man sich kürzere Timeframes nehmen, 4-Stunden-Chart oder vielleicht von mir aus auch den Stunden-Chart und sagen, okay, Frühhestenz, wenn der auf grün umschaltet, will ich am Ende kaufen. Versucht hier bitte nicht, die Tiefs immer zu erreichen. Zumindest, das ist ja eine grundsätzliche Idee, ne, des Tradings von meiner Seite, dass man hier eben etwas defensiver diesbezüglich unterwegs ist. Schauen wir über den Rest der Märkte erstmal kurz drüber, bevor wir nochmal auf den DAX gehen. Euro-US-Dollar ist hier ebenfalls eher im negativen Bereich als im positiven Bereich. Da hatten wir am Wochenende aber schon besprochen, dass ich hier erstmal das Ganze nicht so sexy finde, weil wir einfach wenig Volatilität haben um diesen 19er-Bereich. Jetzt eben lag knapp unter der 19, dann eben wieder Richtung 19,25. Irgendwie nur in dieser Area hin und her pendeln. Sehr unvolatil, sehr uninteressant. Ähnliches galt vergangene Woche mit dem vom Goldpreis her. Hier sind wir ebenfalls jetzt leicht negativ tendierend, aber auch noch nicht so extrem. Wenn man sich das Ganze vielleicht mal auf dem 4-Stunden-Chart anschaut, sind wir hier auch in dieser Area, wo wir uns vorrangig in der vergangenen Handelswoche aufgehalten haben, mal mit dem Versuch, da oben rauszugehen. Aber wenn man sich aus den letzten Wochen mal den Kernbereich heraussucht, dann ist das Pi mal Daumen diese Area. Da sind wir fast in der Mitte drin und somit ist es nach wie vor der Goldpreis, der nicht ganz so interessant für mich ist. Da hatten wir uns Gedanken gemacht am Wochenende. Lasst den erstmal entscheiden, in welche Richtung er so wirklich möchte, dann wieder ein bisschen mehr Momentum aufzubauen, um am Ende dann auch aktiv zu werden. Also hier nach wie vor, und das ist seit gestern Abend, ja, mit der Trading-Wochenanalyse hat sich da noch nicht viel geändert, ist es eher uninteressant. Gehen wir aufs britische Pfund. Hier könnte es gegebenenfalls interessant werden. Wir sind erstmal vergangene Handelswoche hier short gekommen. Hier ist etwas mehr Volatilität als im Euro-US-Dollar. Hatten wir dann ein Short-Signal. Wir sind auch aus so einer Range hier oben rausgebrochen dann am Freitag. Da hatten wir immer so eine Range eingezeichnet in der vergangenen Woche. Sind dann rausgegangen am Freitag. Also hier ist erstmal die Entscheidung des britischen Pfunds für die Short-Seite da. Somit wäre es auch denkbar, dass wir weiter nach unten laufen, dass wir zumindest an die Tiefs hier unten rankommen im Bereich um die Marke 37,75 und dann vielleicht sogar hier unten rausbrechen. Jetzt sind wir gerade leicht erholend unterwegs. Mal gucken, wenn wir noch ein Stück weiter nach oben kommen, wäre es gegebenenfalls ein Gedanke, hier mal einen Short aufzubauen. Das ist aber auch das Erste, was oder das Einzige, was mir aktuell so ad hoc als noch nicht mal entscheidend, also da sage ich nicht, das mache ich so, sondern da würde ich mir jetzt einen Alarm reinlegen, wenn wir uns noch ein bisschen erholen sollten, wäre es gegebenenfalls ein Gedanke, dann eben im britischen Pfund hier mal in Richtung Short zu gehen. Aber wie gesagt, das ist erstmal aus aktueller Sicht so das Einzige, was mir da so einfällt. Mega Krach, entschuldigt bitte, ich weiß gar nicht, was es ist. So, gehen wir zurück zu unserem DAX, also der kommt nach unten, so wie wir uns das jetzt erstmal eben auch zurechtgelegt haben, dass sich da Möglichkeiten auf der Short-Seite bieten. Wenn wir jetzt, wie gesagt, mit Momentum nach unten kommen, dann wäre es mal ein antizyklischer Long oder aber, wenn wir zurück in den 600er-Bereich kämen, wäre es ebenfalls ein Short. Ne? Geht jetzt nicht davon aus, dass wir hier durchkacheln nach unten. 5-Minuten-Chart, ne? Erste Kerze sieht dramatisch aus, aber springt da jetzt nicht drauf, weil er denkt, jetzt ist alles verloren. Das würde ich halt nicht machen in aktueller Situation, weil es einfach die meisten machen und dann eben meistens falsch ist. Wir können hier vielleicht nochmal ganz kurz aufs EUVAX-Sentiment gehen, dass wir das am Morgen jetzt hier nochmal kurz einnorden. Mal gucken, was da ist. Da hatten wir ja dann wieder angefangen drauf zu gehen, weil es sich so langsam wieder eingependelt hat. Und mal gucken, was das jetzt hier aktuell sagt. Im Daily, so, da sind wir im leicht positiven Bereich, also es würde noch für leichte Abgaben sprechen, aber hier sind wir definitiv noch nicht in einem Extrem drin und naja, hier sehen wir, dass wir eben so ein bisschen laufen, Monatszentimeter angeschaut, genau, da laufen wir eben auch nach unten, also hier würde ich eben nach wie vor im Übergeordneten sagen, wir können Konsolidierung bekommen, mal gucken, wenn wir jetzt leicht nach oben kommen, wo ich dann hier eben ja, die Short-Seite anfangen, mal gucken, also die defensivste, die aggressivste Short-Variante jetzt aktuell wäre, wenn man hier, guckt mal, das Nachttief hier, ja, das Tagestief vom 19., vom Freitag liegt hier, da sind wir jetzt durchgelaufen, ne, und das ist so ein bisschen eine Area, ja, dieser Punkt hier, also die 68, 67, das wäre so das aggressivste Level, welches jetzt für einen Short in Frage käme, ja, das wäre so das aggressivste, und noch etwas defensiver wäre eine Erholung halt in diesen 600er-Bereich rein. Ja, dass wir in diese Area reinkommen und dann hier per Trigger sagen, okay, dann handeln wir von hier aus eben die Short-Seite. Das wären so die zwei Bereiche, die sich jetzt aktuell bieten, als
potenzielle Möglichkeit für mich, eben auf der Abwärtsseite reinzugehen. Wie gesagt, ich springe dann immer nicht hier auf so ein Momentum drauf oder handle die Breakouts, sondern warte auf solche Erholungen. Wenn es dann doch nach unten weggeht, dann hat man Pech gehabt. Dann bin ich halt nicht mit dabei. Aber wie gesagt, da gehe ich von aus, dass das gegebenenfalls nicht so aggressiv stattfindet. Alles Weitere ist jetzt gar nicht so interessant für mich. Wir hören uns gerne um 10 im Live-Trading-Room und ich muss mal gucken, Christian Kämmerer heute mit dem Devisenradar, worüber er sprechen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal gute Trades im Megatrading. Ich lese nochmal kurz im Chat. So, bei Limit, bei 4,70 liegt jetzt hier Mr. Sokoban drin. 4,70 können wir nochmal reinschauen, wie da gegebenenfalls die Idee wäre. 4,70 ist ja hier unten. Okay, das ist natürlich genau, das wäre genau so ein Momentum-Move, wie ich es sagte. Ja, ich würde jetzt da, ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, dort dann Limits reinzulegen, sondern warte eher ab und gucke, wenn wir da runterkommen, dass man dann entsprechend ad hoc einsteigt. Aber ja, da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt zu tief kommen. Ich denke, das wird heute Morgen nichts werden. Ne? Dafür sind wir einfach nicht schwach genug. Und ich gehe immer so von leichten Dips halt aus. So im Endeffekt, wie es jetzt auch aktuell läuft, ja, so kann man schon auch weiter den Markt erstmal annehmen. Also wir kommen nach unten, kommen wieder nach oben, kamen dann hier jetzt nach unten, kommen gegebenenfalls wieder nach oben, kommen vielleicht nach unten, kommen wieder nach oben. Ja, dass wir so in dieser Amplitude weiterlaufen, wenn wir uns die Tiefs immer anschauen, ja, dass wir nicht so diesem Extrem ausbauen. Und somit wäre jetzt hier eben, wenn man den Verkauf so an der 60 bis 70 irgendwo wertet, dass man so den nächsten Schwung so mit 60, 70 Punkten annimmt, das wäre, denke ich, durchaus realistisch. Und wenn wir dann nicht ganz so weit zurücklaufen und dann vielleicht nochmal einen Move sehen, dann hätte man eben auch eine gute Chance, vielleicht nochmal so einen zweiten Rutsch auf der Abwärtsseite mitzunehmen. Aber geht, wie gesagt, am Montagmorgen jetzt hier nicht von so Extremen aus. So, jetzt kommen wir in den Bereich, jetzt wird es hier oben spannend, sind wir relativ zügig zurückgelaufen, wird es vielleicht wirklich gleich der 600er-Bereich, der interessant wird. Aber wenn wir so nach oben gehen, wie wir aktuell nach oben gehen, dann schieße ich hier natürlich auch nicht direkt einen Short rein, sondern ich warte wirklich auf den Trigger, der sich hier jetzt dann entsprechend zeigt. Aber das ist schon wieder ordentlich Momentum, was hier reinkommt. Müssen wir mal gucken, wie der über die 600 läuft. Vielleicht wird es sogar schnell ein Long und dann ist die Abwärtsseite auch schnell wieder ad acta zu legen. Wenn wir jetzt wirklich mit Momentum hier drüber gehen, zack nach oben, dann den Bereich von oben testen und dann hier einen Trigger bekommen, why not, dann Long. Ja, wäre eben vice versa natürlich auch relativ zügig ein Gedanke. Gut, also, wir besprechen das wieder detailliert im Live-Trading-Room um 10. Mal gucken, vielleicht haben wir da dann die Möglichkeit auch zu handeln. Da habe ich auch eine Order liegen, schreibt Stefan hier an der Stelle. Alles klar. So, ich wünsche euch erstmal gute Trades im Megatrading. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Von meiner Seite ist noch nichts passiert. Die Gedanken stehen. In diesem Sinn wünsche ich euch erstmal gute Trades im Megatrading. Bis später in alter Frische, euer Markus. Tschüss, ciao. JFT, just fair and direct. So, wunderbar. Damit haben wir auch von JFD hier bzw. von Markus Klebe entsprechend die Marktmeinung zum Intro gehört. Und wenn wir uns direkt den Markt jetzt anschauen nach der Öffnung, sehen wir leichtere Kurse, hatten wir schon gesehen, aber auch die Rückkehr zum DAX-Ausgangslevel. Also die Vorbörse hat einmal wieder gezeigt, dass es nach unten gehen kann, dynamisch, also dass es zu Brüchen eines Vortageslevels kommen kann, aber dann auch schnell zur Rückkehr an die vorbörslichen Levels. Und das heißt, Volatilität wird uns erst einmal weiter begleiten. Ich denke auch, dass wir im Laufe des Handelstages hier die ein oder andere Chance sehen. Und ich hatte im Trading View Fokus das Gap am Freitag analysiert und natürlich auch entsprechend dokumentiert, als wir nachmittags mit dem Experience Trader gesprochen hatten. Und da ging ja der Max komplett durch das Gap durch. Einmal durchgereicht sozusagen in den Handelsbereich von Mittwoch hinein, Donnerstag vielmehr, und dann noch einmal das Gap nach oben. Jetzt sind wir an der unteren Gap-Kante, also das könnte ein spannender Bereich werden. Und für mich ist ja die 14.600 so eine Art Schlüsselmarke, das hatte ich in der Morgenanalyse hier auch dargestellt, ob wir eine Erholung sehen könnten, dann bis in den 14.650er Bereich, sogar aus der ruhigen Vorbörse heraus. Wenn man jetzt die aktuellen Kurse sieht, sind wir ganz kurz runtergedippt, stehen jetzt wieder hier, wo wir in der Vorbörse standen. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, was sich hier ereignet. Und ich würde das dann am Nachmittag wieder updaten. Heute Morgen gibt es kein Live-Trading. Vorhin ein paar Tonprobleme im Stream. Ich glaube, den Stream werde ich dann vielleicht heute gar nicht so lange
online lassen oder ich schaue mir den mal an, ob das so brisant war mit den Tonproblemen, dass man den ganzen Stream hier schrotten müsste. Ich guck mal. Ansonsten sehen wir uns gerne am Nachmittag wieder gegen 14 Uhr. Bin ich hier, freue mich dann auf dich. Bis dahin viel Erfolg an der Börse. Ciao.